Erneuerungsprozess der SPD, der ja gerade erst an seinem Anfang steht und uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird, dass ein wesentlicher Baustein dieses Erneuerungsprozesses eine neue solidarische Streitkultur in unserer Partei sein muss. Die Zeit der trügerischen Einstimmigkeit in unseren Beschlüssen und auch in unseren Reden, die muss endlich vorbei sein. In diesen Tagen fangen wir damit an und darauf bin ich sehr stolz. Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, der Souverän, das sind die Wählerinnen und Wähler, die Lage neu bewerten können. Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch wenn wir natürlich viel gleich noch über die aktuelle Situation mit den Sondierungsgesprächen sprechen werden, auch noch mal kurz was weiteres zu diesem Erneuerungsprozess zu sagen, weil ich auch hier bei euch in Sachsen-Anhalt, in einem ostdeutschen Flächenland bin. Der Erneuerungsprozess, das haben schon die letzten Monate gezeigt, stellt uns auch vor viele strukturelle Herausforderungen. Wir haben spätestens bei den Bundestagswahlen ehrlicherweise eigentlich schon vorher gemerkt, dass wir Strukturprobleme als Partei haben, nicht nur im Osten, auch im Süden mit mitunter sehr niedrigen Wahlergebnissen, weniger Mitgliedern, weniger Präsenz in der Fläche. Ich glaube, dass diese Strukturschwäche gerade auch im Osten ein Thema sein muss im Erneuerungsprozess. Gerade die ostdeutschen Flächenländer, und das sage ich als Berliner, der zumindest so eine halbe Sicht auch auf eure Perspektive hat, unsere ostdeutschen Landesverbände dürfen nicht das fünfte Rad am Wagen sein in der Partei. Wer Bundestagswahlen gewinnen will, muss überall ordentliche Ergebnisse einfahren und nicht nur in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, liebe Genossinnen und Genossen. Und da habt ihr uns Jusos auch solidarisch an eurer Seite. Aber lasst uns auf das kommen, was uns alle in diesen Tagen beschäftigt, auf die laufenden Sondierungsgespräche und die Frage, was wird die SPD denn nun eigentlich machen? Was ist die richtige Entscheidung, die für uns zu treffen ist? Ihr habt gemerkt, die Bewertungen, nachdem gestern früh das Sondierungspapier veröffentlicht wurde, gehen sehr, sehr weit mitunter auseinander, wie man diese Verhandlungsergebnisse bewertet. Und um vielleicht der Frage näher zu kommen, warum das eigentlich so weit auseinander geht, obwohl wir ja alle das Gleiche lesen, was da drin steht, möchte ich einen kurzen Schwenk machen auf so die psychologische Komponente von solchen Verhandlungen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, welche Dynamiken da im Moment passieren. Ihr kennt das, glaube ich, fast alle und ich kenne das zum Beispiel auch von Juso-Bundeskongressen. Manchmal ist es so, da ist man in einer politisch vertrackten Situation und muss was Kompliziertes verhandeln. Und dann zieht man sich mit Verhandlungspartnern in Ruhe in den Raum zurück. Bei so einer Veranstaltung wie hier macht man das ein paar Minuten, bei Sondierungsgesprächen mehrere Tage. Man schließt sich ein, man ringt miteinander und man ist naturgemäß sehr stolz über das, was man in diesen Verhandlungen erreichen konnte. Und das kann man ja auch sein. Man hat eine Menge Kraft da reingesteckt, dem Verhandlungspartner was abzuringen. Und dann kommt man mit diesem Verhandlungsergebnis zurück und präsentiert es den anderen, die nicht dabei waren und möchte um Überzeugung und um Zustimmung werben. Und die gucken einen an wie ein Auto und sagen, das ist doch gar nichts. Das hört sich doch überhaupt nicht gut an, was du mitgebracht hast. Das ist doch gar nicht weit entfernt von dem, womit wir in der Debatte mal angefangen haben. Und ich glaube, was Ähnliches ist gestern auch in den Verhandlungen passiert. Ich habe viel auch am Rande der Parteivorstandssitzung gestern mit Genossinnen und Genossen gesprochen, die nicht verstanden haben, warum manches, was dort sehr wolkig in diesem Papier formuliert ist, zwar in der Logik von politischen Verhandlungen ein Erfolg sein mag, aber beim Lesen für die Mitglieder und für Wählerinnen und Wähler sich nicht nach einem Erfolg anhört. Um nicht missverstanden zu werden, ich habe großen, und das meine ich ganz ehrlich, großen Respekt vor unseren Verhandlerinnen und Verhandlern. Es macht sicherlich keinen Spaß, sich über Tage in Parteizentralen bis tief in die Nacht mit Leuten wie Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer oder Jens Spahn einzuschließen. Ich war selbst in den letzten beiden Tagen, als die Verhandlungen im Willy-Brandt-Haus stattfanden, verschiedentlich auch selbst im Haus
Und ich kann euch wirklich sagen, es gibt Schöneres als diesen Leuten, die noch vor einer Woche die konservative Revolution ausgerufen haben oder zur finalen Lösung der Flüchtlingsfrage aufgerufen haben, denen auf den Fluren unserer Parteizentrale zu begegnen. Da kommt einem wirklich ein kalter Schauer über den Rücken. Und insofern Respekt vor denen, die für uns verhandelt haben. Aber ich werbe eben auch darum, dass die Bewertung von Verhandlungsergebnissen immer anhand des ausgehandelten Textes, also am Wort, erfolgen muss und nicht anhand eines sicherlich schwierigen Verhandlungsverlaufs. Lasst mich das an einem Beispiel machen bei der Flüchtlingspolitik, weil es sich dort gestern auch in der Bewertung zugespitzt hat. Unsere Leute waren sehr bemüht, darauf hinzuweisen, dass das, was dort zum Zuzug von Geflüchteten steht, keine Obergrenze ist. Und ja, juristisch betrachtet haben Sie damit recht. Juristisch betrachtet kann es gar keine Obergrenze geben, weil unser Grundgesetz das überhaupt nicht hergibt. Aber ich glaube, dass politische Kommunikation sich nicht nur an solchen verbalen Winkelzügen vollzieht, sondern an dem, was Parteien formulieren. Und in diesem Papier steht Folgendes drin. Dumm-di-dumm-di-dumm, stellen wir fest, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180 bis 220.000 nicht übersteigen werden. Zitat Ende. Da steht nicht sollen oder müssten oder könnten. Da steht werden. Die Verhandlerinnen und Verhandler haben sich darauf festgelegt, dass sie, mit welchen politischen Maßnahmen auch immer, das wird dort nicht ausgeführt, dafür sorgen, dass spätestens bei 220.000 Euro Geflüchteten Schluss ist. Und das ist nach allgemeinem Verständnis und nach Adam Riese eine Obergrenze und nichts anderes. Davon unbeleckt ist die Frage, wie das durchgesetzt werden soll. Da kann ich verstehen, wenn man sagt, das wird doch sowieso nicht kommen. Aber diesen Fehler haben wir schon mal gemacht. Denkt 4 Jahre zurück. Da kam die CSU mit der irren Pkw-Maut und bei uns haben alle gesagt, komm, gebt ihnen den Blödsinn, dann sind sie zufrieden und machen mit. Das kommt ja sowieso nicht. Was haben wir heute? Die Pkw-Maut ist beschlossen. Wir warten nur noch auf die technische Umsetzung und die CSU hat sich mit diesem Mist durchgesetzt. Ich warne davor, mit solchen Formulierungen zu hantieren, weil sie schaffen immer auch politische Tatsachen, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, und ihr werdet alle diese E-Mail aus dem Willy-Brandt-Haus bekommen haben, dass wir nicht einfach nur so eine Jubel-PowerPoint-Präsentation zum Ergebnis der Sondierung bekommen, wo alle Erfolge und vermeintlichen Erfolge aufgeführt werden, sondern ich hätte mir auch gewünscht, dass wir ehrlich darüber sprechen, was haben wir nicht geschafft. Man bricht sich doch keinen Zacken aus der Krone in Verhandlungen, wo doch sowieso alle wissen, die SPD kann nicht ihr Wahlprogramm mit nach Hause bringen, auch zu sagen, hier hat es nicht geklappt. Das ist doch notwendige Grundlage einer politischen Bewertung von solchen Gesprächen. Und ich glaube, es muss auch Teil des Erneuerungsprozesses der SPD sein, dass wir keine geschönten Pressemitteilungen rausgeben, sondern klar sagen, das hat geklappt und das hat nicht geklappt. Und dazu hätte noch was gehört. Ich hätte gerne ein paar Sätze dazu gehört, auch gestern schon im Parteivorstand, ehrlicherweise, was denn passiert ist mit der Ergebnisoffenheit der Gespräche. Ergebnisoffen war ja kurz davor, zum Wort des Jahres 2017 zu werden. So sehr haben wir das im Dezember alle miteinander genutzt. Ergebnisoffen war der Hebel, um überhaupt die Zustimmung auf dem Parteitag im Dezember von den Delegierten zu erreichen. Es war die klare Zusicherung, auch wenn die Union eine Koalition will, die SPD ist nicht festgelegt, wir werden ergebnisoffen über alle denkbaren Konstellationen, eine Minderheitsregierung, ein Kooperationsmodell oder was auch immer sprechen. Und was ist passiert? Offiziell wird davon nichts berichtet. Wenn man nachfragt, heißt es, ja, es ist angesprochen worden, aber die Union hat sofort signalisiert, dass sie daran kein Interesse hat, über etwas anderes als eine Koalition zu sprechen. Ja, das ist doch keine Überraschung gewesen, liebe Genossinnen und Genossen. Das haben die ja vor den Gesprächen schon gesagt, dass sie nichts anderes als eine Koalition wollen. Weil Angela Merkel hat es sich bequem gemacht in einer großen Koalition. Es ist für sie der einfachste Weg, Politik zu gestalten. Eine Minderheitsregierung beispielsweise würde sie dazu verpflichten, endlich mal zu argumentieren, um Mehrheiten zu ringen, im Bundestag ihren Standpunkt, wenn sie denn überhaupt mal einen hat, darzustellen und andere davon zu überzeugen. Dass sie das nicht will, ist doch logisch. Und insofern hätte ich mir gewünscht, dass die SPD der Union nicht so einfach macht, aus dieser Nummer rauszukommen. Und ich finde, hier ist ein wichtiges Kriterium unseres Parteitagsbeschlusses aus dem Dezember gerissen worden. Liebe Genossinnen und Genossen, der Charme von Verträgen besteht in ihrer Unmissverständlichkeit.
und nicht darin, dass man sie frei interpretiert. Deswegen möchte ich sehr eng beim Wort dieses ausgehandelten Textes bleiben. Und natürlich sind da auch Erfolge drin. Darüber hat Sigmar heute schon gesprochen. Davon werdet ihr, da bin ich mir ganz sicher, in den nächsten Tagen und Wochen ganz viel erfahren aus unserer Parteizentrale. Ich möchte nur der Form halber dazu sagen, ich sehe auch diese Verhandlungserfolge. Ich freue mich, dass dort der Einstieg in einen Ausstieg aus dem Kooperationsverbot dabei ist. Verbesserungen beim BAföG, eine Mindestausbildungsvergütung, die wir Jusos insbesondere gefordert haben. Sozialer Arbeitsmarkt, neues Klimaschutzgesetz oder auch Entlastung für Familien. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn die SPD nicht auch Verhandlungserfolge aus diesen 5 Tagen mitgebracht hätte. Ich möchte aber meinen Fokus jetzt auf die anderen Punkte legen, über die naturgemäß weniger gesprochen wird. Ich möchte euch und uns alle dazu ermutigen, auch ein paar andere Aspekte zu berücksichtigen bei eurer Entscheidung, die ihr vielleicht als Parteitagsdelegierte oder auch als Mitglieder in einem möglichen Mitgliederentscheid treffen müsst. Bitte berücksichtigt neben diesem Text, der uns vorliegt, auch die Erfahrungen in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit der Union. Ich finde, der Stil, in dem die Union diese Verhandlung geführt hat, mit Durchstechereien, mit der Glyphosat-Entscheidung von CSU-Landwirtschaftsminister Schmidt in Brüssel, das hat nicht dazu beigetragen, dringend notwendiges Vertrauen aufzubauen, sondern es hat die Vertrauensgrundlage eher noch weiter beschädigt. Und es lässt in mir nicht die Hoffnung wachsen, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit möglich ist. Bitte erinnert euch an die Projekte, die mit der CDU-CSU nicht möglich waren. Ich denke da an das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Das steht jetzt drin im Papier, das steht auch in der Erfolgeliste der SPD. Aber da gehört doch Folgendes zu. Ich lese euch mal einen kurzen Text vor. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zum Beispiel wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschieden haben, wollen wir sicherstellen, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen. Das steht nicht im aktuellen Sondierungspapier. Das ist 1:1 der Text aus dem Koalitionsvertrag 2013 bis 2017. Ich mache euch noch ein anderes Beispiel. Das Thema Solidarrente heißt jetzt ein bisschen anders, steht aber auch wieder im Sondierungspapier drin. Auch hier ein Zitat, ihr ahnt schon, wo es herkommt. Wir wollen, dass sich Lebensleistung und langjährige Beitragszahlungen in der Sozialversicherung auszahlen. Wir werden daher eine solidarische Lebensleistungsrente einführen. Die Einführung wird voraussichtlich bis 2017 erfolgen. Auch das steht jetzt wieder im Papier. Dieser Text war aus dem Koalitionsvertrag 2013 bis 2017. Liebe Genossinnen und Genossen, um es klar zu sagen, das sind nach meinem Verständnis keine Verhandlungserfolge, sondern die Altschulden der Union gegenüber der SPD. Und die haben bitte schön erstmal eingelöst zu werden. Und es gibt auch andere Ziele, die angestrebt und gar nicht erreicht wurden und jetzt in neuem Gewand wieder daherkommen. Im alten Koalitionsvertrag haben wir uns flächendeckend 50 Mbit im ganzen Land vorgenommen. Bis 2018. Jetzt ist 2018, haben wir nicht. Ich glaube, die Abdeckung liegt bei 77%. Jetzt haben wir ein neues Ziel genommen. Ein Gigabit-Netz bis 2025. Vorsichtshalber ein Datum, was erst in 2 Legislaturperioden überhaupt dran sein wird. Das ist mutlose Politik, weil sie sich nicht bis zur nächsten Bundestagswahl an ihren Erfolgen messen lässt, sondern die eigentliche Entscheidung wieder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich finde das nicht belastbar. Und es findet sich in diesem Sondierungspapier auch wieder eine Kultur des Vertagens und Aufschiebens, wie wir es aus den letzten beiden großen Koalitionen kennen. Wer diesen Text einmal am PC durchgeht und nach Kernbegriffen sucht, wird Folgendes feststellen. Schon jetzt, und das ist nur das Sondierungspapier, das sind nur 40 Seiten und nicht 200 irgendwas wie beim Koalitionsvertrag, schon jetzt 4 Evaluationen, 5 Kommissionen, 8 Prüfaufträge. Und zwar nicht zu irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern zu Fragen von Rente, von Nachhaltigkeit, von Demokratisierung unserer Gesellschaft. Das sind die Themen, die hier wieder in irgendwelche Arbeitsgruppen verschoben werden, wo ich doch ganz genau weiß, unter dieser Bundeskanzlerin werden die keiner Entscheidung zugeführt, sondern wir reden darüber in 4 Jahren dann wieder. Und darauf habe ich keine Lust. Und es sind andere, da steht nicht, dass wir eine Kommission machen, aber da verbirgt sich auch keine Substanz hinter. Nehmt die Rentenentscheidung, da freuen sich unsere Leute auch drüber. Sicherung des Rentenniveaus bis 2025 bei 48%. Ich empfehle einen Blick in die eigenen Unterlagen der Bundesregierung. Die gibt jedes Jahr einen Rentenprognosebericht heraus. Da steht drin, wie sich die Renten entwickeln werden. Die Beiträge wie auch die Renten selbst. Das Rentenniveau wird überhaupt erst nach den aktuellen Prognosen nach 2024 unter 48%
rutschen. Das ist eine Scheineinigung. Sie beschreibt den Status quo und keine politische Errungenschaft. Lasst euch sowas bitte nicht als Verhandlungserfolge verkaufen. Und zu guter Letzt, denkt auch an die Punkte, die es nicht in dieses Papier geschafft haben und die da auch nicht mehr reinkommen werden. Ja, einige sagen jetzt, die Koalitionsverhandlungen würden ja noch kommen, da kann sich ja noch so viel bewegen. Da muss man sich jetzt auch mal entscheiden. Man kann nicht bei den schwierigen Punkten sagen, das wird alles noch mal neu aufgemacht, da ist ja das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Und bei dem, was gut gelaufen ist, sagt man, klasse, haben wir alles schon auf der Habenseite, hier ist eine Liste mit 60 Punkten, die die SPD durchgesetzt hat. Entweder es ist ausverhandelt oder es ist nicht ausverhandelt. Im Moment ist es das nicht, aber die Richtung ist erkennbar und die Richtung zeigt leider keine Bürgerversicherung. Über kein Thema hat unsere Partei in den letzten Wochen so viel gesprochen wie darüber. Es ist vielleicht einer der prominentesten Punkte auch in unserem Wahlkampf gewesen, aber er taucht in diesem Papier nicht auf. Und auch die Parität bei den Beiträgen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat nichts mit der Bürgerversicherung zu tun. Und auch bei den Steuersätzen, bei den Spitzensteuersätzen ist nichts passiert. Ich finde, die SPD ist eh schon mit einer extrem defensiven Forderung in die Bundestagswahl gegangen. Wir haben auseinanderklaffende Vermögensverhältnisse in der Gesellschaft, die dringend wieder zueinander geführt werden müssen. Und das Einzige, was wir wirklich gefordert haben, ist 3 Prozentpunkte mehr Spitzensteuersatz. Sehr moderat, von 42 auf 45%. Ihr erinnert euch, unter Helmut Kohl, das waren mal über 50% ursprünglich. Selbst das hat es nicht geschafft. Und es ist nicht nur einfach nicht reinverhandelt worden, sondern es ist auf eine billigste Art und Weise diskreditiert worden. Die Union ist rumgelaufen und hat gesagt, diese Vorschläge der SPD, die würden Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener belasten. Ja, in welcher Welt lebt denn die Union? Das, was wir fordern, das Geld abnimmt zu versteuernden Einkommen von 75.000 Euro. Da sollen diese 45% greifen. Das heißt, für ein Bruttojahreseinkommen fast 100.000 Euro. In welcher Welt verdienen Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener 100.000 Euro? Hier sicherlich nicht und bei mir in Berlin auch nicht und auch nicht in Bayern. Warum lassen wir uns da die Butter vom Brot nehmen, frage ich mich. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind angetreten im Bundestagswahlkampf, um mehr Gerechtigkeit zu wagen und nicht um mehr Prüfaufträge und Altlastenabarbeitung zu wagen. Und ich bitte euch, das im Hinterkopf zu haben bei dem, was in den nächsten Wochen kommt. Ich bitte euch aber zuletzt noch um ein weiteres. Alle Augen, ihr seht das auch heute hier im Saal, gehen dieser Tage auf die SPD. Was wir tun, steht unter besonderem öffentlichen Interesse. Lasst euch nicht kirre machen von dem, was gerade passiert. Lasst euch auch nicht einreden, dass wir auf dem Parteitag oder in einem möglichen Mitgliederentscheid über einen Parteivorsitzenden, eine Fraktionsvorsitzende, über Neuwahlen oder was auch immer entscheiden. Diese Partei, diese stolze sozialdemokratische Partei, entscheidet darüber, ob die Substanz ausreicht, um in eine erneute große Koalition zu gehen oder nicht. Und einzig und allein ihre Mitglieder, wir 450.000 Mitglieder, haben das Recht, darüber zu befinden, ob unsere Partei, die uns gehört, diesen Schritt gehen wird oder nicht. Es gibt gute Argumente dafür und ich glaube, hoffe davon heute ein paar vorgetragen zu haben, es gibt gute Argumente dagegen und lasst uns nur darüber in den nächsten Wochen miteinander streiten und abstimmen. Und dann glaube ich, kann das, auch wenn es im Moment nicht danach aussehen mag, der Auftakt sein für eine neue solidarische Streitkultur in der SPD, die dazu beiträgt, dass die Polarisierung in unserer Gesellschaft, die sich so viele Menschen wünschen, endlich wieder größer wird. Die SPD würde unserer Demokratie einen großen Dienst erweisen, wenn sie dazu beiträgt. Lasst uns den Mut dazu haben. Vielen Dank für eure Einladung. Applaus